Hören Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht im Radio. Eine geführte Radtour mit Einkehr bietet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub am Samstag, 8. September an. Los geht es um 8.44 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof am Gleis 1. Die etwa 50 Kilometer lange Ausfahrt auf Asphalt und Waldwegen wird mit einem Tempo von 16 bis 20 Kilometern pro Stunde gefahren. Auf der Strecke sind 300 Meter Höhenunterschied zu überwinden. Der ADFC empfiehlt die Teilnahme mit einem Tourenrad. Weitere Auskünfte und Anmeldung gibt es beim Tourenleiter Thomas Schuff unter der Nummer 0151 1063 7760. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Eine geführte Radtour mit Einkehr bietet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub am Samstag, 8. September an. Los geht es um 8.44 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof am Gleis 1. Die etwa 50 Kilometer lange Ausfahrt auf Asphalt und Waldwegen wird mit einem Tempo von 16 bis 20 Kilometern pro Stunde gefahren. Auf der Strecke sind 300 Meter Höhenunterschied zu überwinden. Der ADFC empfiehlt die Teilnahme mit einem Tourenrad. Weitere Auskünfte und Anmeldung gibt es beim Tourenleiter Thomas Schuff unter der Nummer 0151 1063 7760. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht im Radio. Das Mannheimer Schloss bietet in dieser Woche mehrere Führungen rund um das Thema höfisches Leben an. Am Samstag, 1. September, 10.30 Uhr, erleben Kinder ab 8 Jahren ein Stück barocker Festkultur mit Kostümen, Musik und Tanz. Um 14.30 Uhr erhalten Interessierte bei einem Rundgang durch die wieder eingerichteten Räume einen Einblick in die besten Zeiten des Mannheimer Schlosses. Am Sonntag, 2. September, 14.30 Uhr, lädt das Schloss dann ein, die Feste der Barockzeit und die passenden Schlossräume kennenzulernen. Anmelden kann man sich für alle Führungen unter 06221 65 88 80. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Das Mannheimer Schloss bietet in dieser Woche mehrere Führungen rund um das Thema höfisches Leben an. Am Samstag, 1. September, 10.30 Uhr, erleben Kinder ab 8 Jahren ein Stück barocker Festkultur mit Kostümen, Musik und Tanz. Um 14.30 Uhr erhalten Interessierte bei einem Rundgang durch die wieder eingerichteten Räume einen Einblick in die besten Zeiten des Mannheimer Schlosses. Am Sonntag, 2. September, 14.30 Uhr, lädt das Schloss dann ein, die Feste der Barockzeit und die passenden Schlossräume kennenzulernen. Anmelden kann man sich für alle Führungen unter 06221 65 88 80. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.
Hallo, Alexandra. Hier ist Florian aus deiner alten Klasse. Wie geht's dir denn so? Ist dir klar, dass unser Abi jetzt schon fast 5 Jahre her ist? Höchste Zeit für unser erstes Klassentreffen. Ich habe mich mit einigen von der alten Truppe zusammengetan und wir versuchen im Moment, Adressen und Telefonnummern zu aktualisieren. Meld dich doch mal bei mir und sag mir, mit welchen Leuten du noch Kontakt hast. Wenn wir die Namen alle zusammen haben, überlegen wir, wann und wo wir das Treffen organisieren. Tschüss! Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, Alexandra. Hier ist Florian aus deiner alten Klasse. Wie geht's dir denn so? Ist dir klar, dass unser Abi jetzt schon fast 5 Jahre her ist? Höchste Zeit für unser erstes Klassentreffen. Ich habe mich mit einigen von der alten Truppe zusammengetan und wir versuchen im Moment, Adressen und Telefonnummern zu aktualisieren. Meld dich doch mal bei mir und sag mir, mit welchen Leuten du noch Kontakt hast. Wenn wir die Namen alle zusammen haben, überlegen wir, wann und wo wir das Treffen organisieren. Tschüss! Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo, Herr Helbig, hier ist die Kronenapotheke. Wir rufen wegen des Blutdruckmessers an, den Sie bei uns bestellt haben. Das Modell, das Sie haben wollen, gibt es leider nicht mit einer extra großen Manschette für starke Arme. Sie müssten dann doch das andere Gerät nehmen, über das wir schon gesprochen haben. Das heißt das Omron IQ142. Es kostet allerdings 189 Euro, also 30 Euro mehr als das andere. Wäre das in Ordnung? Bitte rufen Sie uns zurück. Danke. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, Herr Helbig, hier ist die Kronenapotheke. Wir rufen wegen des Blutdruckmessers an, den Sie bei uns bestellt haben. Das Modell, das Sie haben wollen, gibt es leider nicht mit einer extra großen Manschette für starke Arme. Sie müssten dann doch das andere Gerät nehmen, über das wir schon gesprochen haben. Das heißt das Omron IQ142. Es kostet allerdings 189 Euro, also 30 Euro mehr als das andere. Wäre das in Ordnung? Bitte rufen Sie uns zurück. Danke. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage auf einem Sportfest. Liebe Kinder, liebe Eltern, nur noch kurze Zeit und die lang erwarteten Sommerferien sind da. Endlich! Also, ausschlafen, keine Hausaufgaben, einfach Sommer, Sonne, erste Sahne. Um euch die Ferien noch schöner zu machen, haben einige örtliche Vereine und Organisationen für euch erstmals ein spannendes, vielfältiges und interessantes Ferienprogramm zusammengestellt. Schaut einfach mal rein und sucht euch die passenden Aktionen raus. Also, viel Spaß dabei, wünscht euch das Ferienprogramm-Organisationsteam des SSC Straßkirchen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Liebe Kinder, liebe Eltern, nur noch kurze Zeit und die lang erwarteten Sommerferien sind da. Endlich! Also, ausschlafen, keine Hausaufgaben, einfach Sommer, Sonne, erste Sahne. Um euch die Ferien noch schöner zu machen,
haben einige örtliche Vereine und Organisationen für euch erstmals ein spannendes, vielfältiges und interessantes Ferienprogramm zusammengestellt. Schaut einfach mal rein und sucht euch die passenden Aktionen raus. Also, viel Spaß dabei, wünscht euch das Ferienprogramm-Organisationsteam des SSC Straßkirchen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Flugzeug. Herzlich willkommen an Bord Ihres Germanwings Fluges nach Athen. Die Flugzeit wird etwa 2 Stunden und 45 Minuten betragen. Bitte sorgen Sie dafür, dass großes und schweres Handgepäck sicher unter Ihrem Vordersitz platziert ist. Für kleinere Handgepäckstücke und Garderobe nutzen Sie bitte die Gepäckfächer über Ihnen. Schnallen Sie sich jetzt an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, während des gesamten Fluges angeschnallt zu bleiben. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass das Rauchen auf allen unseren Flügen verboten ist. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Herzlich willkommen an Bord Ihres Germanwings Fluges nach Athen. Die Flugzeit wird etwa 2 Stunden und 45 Minuten betragen. Bitte sorgen Sie dafür, dass großes und schweres Handgepäck sicher unter Ihrem Vordersitz platziert ist. Für kleinere Handgepäckstücke und Garderobe nutzen Sie bitte die Gepäckfächer über Ihnen. Schnallen Sie sich jetzt an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, während des gesamten Fluges angeschnallt zu bleiben. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass das Rauchen auf allen unseren Flügen verboten ist. Ende von Hören Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Lesen Sie auch das Beispiel. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie hören die Begrüßung einer Gruppe von Junior Rangern in einem Nationalpark. Hören Sie jetzt den Text. Hallo, liebe Freunde. Ihr seid hier, weil ihr die Wildnis entdecken wollt, gemeinsam mit Jungs und Mädchen eures Alters jede Menge Spaß haben wollt, Nistkästen für Vögel bauen oder eine Nacht ganz ohne Schlafsack, Zelt und Essen in der Natur verbringen wollt? Wenn ihr all diese Fragen mit Ja beantworten könnt, seid ihr hier gerade richtig
und gehört schon zu unserer nächsten Junior Ranger Gruppe. Ich heiße Lila Thomas und leite den Nationalpark. Ich freue mich besonders, euch heute hier zu empfangen. Ihr seid die nächste Gruppe, die am Lehrgang Junior Ranger teilnimmt. Ranger sind die Leute, die den Park überwachen und ständig kontrollieren, ob sich Pflanzen und Tiere in ordentlichem Zustand befinden. Euer Aufenthalt bei uns wird 2 Wochen dauern und ihr werdet vieles erleben und lernen. Ihr werdet den Wald kennen und die Umwelt schützen lernen. Der Lehrgang findet in Camps im Wald statt. Ihr lernt Tiere und Pflanzen kennen und erfahrt dabei, warum sie für unser Leben so wichtig sind und wie wir ihre Existenz sichern können. Die Natur braucht jeden, der für ihre Rettung arbeitet. Wie ihr wisst, gibt es viele verschiedene Programme, darunter auch solche, an denen Kinder und Jugendliche mit Behinderung teilnehmen können. Sie alle werden von ihrer Arbeit für die Natur und den Nationalpark ihr Leben lang profitieren. Am vergangenen Donnerstag wurde im Nationalpark eine Führung von Kindern für Kinder angeboten. Ihr hättet mal sehen sollen, wie die Junior Rangers des Nationalparks sich gefreut haben, anderen Kindern und Jugendlichen auf einer 2,5-stündigen Wanderung ihren Wald zu zeigen. Es hat ihnen solchen Spaß gemacht, ihr Wissen über Tier- und Pflanzenwelt im Nationalpark spielerisch an die Gleichaltrigen weiterzugeben. Und sie konnten sicher und ohne Angst auf alle Fragen antworten. Die Besucher fühlen sich sofort wohl unter gleichaltrigen Führern und es fällt ihnen viel leichter, alle möglichen Fragen zu stellen. Kann man das wirklich essen? Fragt zum Beispiel jemand den Führer und traut sich schließlich, eine Brennnessel zu probieren. Nach dem Ende des Lehrgangs werdet auch ihr in der Lage sein, anderen alles Wichtige über den Wald zu erzählen. Morgen beginnt ihr mit eurer Ausbildung im Nationalpark und in anderen Waldgebieten. Ihr werdet auch Ausstellungen und Museen für den Waldschutz besuchen. Nach Abschluss eurer Ausbildung bekommt ihr ein Zertifikat. Jetzt bleibt mir nur noch, euch herzlich willkommen zu heißen und euch einen schönen Aufenthalt und viel Erfolg zu wünschen. So, und jetzt machen wir alle zusammen einen kleinen Spaziergang im Nationalpark, wo ihr das harmonische Zusammenleben von Tieren und Pflanzen beobachten könnt. Danach könnt ihr euch dann von euren Eltern verabschieden. Ende von Hören, Teil 2. Hören, Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Lesen Sie auch das Beispiel. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sind im Park und hören, wie ein Mann und eine Frau sich über einen Ausflug unterhalten. Hören Sie jetzt das Gespräch. Hallo Miriam. Hi Andreas. Wie geht's dir denn so? Gut. Und dir? Sag mal, wo warst du denn gestern den ganzen Tag?
Ich habe ein paar Mal bei dir angerufen, aber du bist nicht drangegangen. Ja, gestern war ich den ganzen Tag weg. Ich habe einen Tagesausflug zum Schloss Neuschwanstein gemacht und bin jetzt ein bisschen kaputt. Das ist ziemlich weit weg von München, oder? Naja, so weit ist es nicht. Bis Schwangau fährt man so 1,5 Stunden. Das Schloss ist ganz in der Nähe und man kann entweder mit dem Bus oder der Pferdekutsche hinfahren. Man kann aber auch zu Fuß gehen. Ich bin mit einer Pferdekutsche gefahren, weil ich das sehr romantisch finde. Außerdem kann man von der Kutsche aus die schöne Landschaft sehr gut genießen. Vorher habe ich in Schwangau ein Ticket für eine Führung im Schloss gekauft. Kann man denn im Schloss keine Tickets kaufen? Das ist so. Um das Innere des Schlosses zu besichtigen, muss man ein Ticket für eine Führung im Ort Schwangau kaufen. Die Tickets haben eine Nummer und eine Uhrzeit aufgedruckt. Erst wenn die jeweilige Nummer angezeigt wird, kann man an der Führung teilnehmen. Komisches System. Warum machen die das? Der Grund ist, dass unheimlich viele Leute das Schloss besuchen. Mit der Uhrzeit wird erreicht, dass die nicht alle gleichzeitig reingehen. Ah, ich verstehe. Das ist natürlich sinnvoll. Was kann man denn machen, bis man reingelassen wird? Man kann im Schlossgarten spazieren gehen und sich das eine oder andere anschauen. Zum Beispiel Springbrunnen, Statuen, verschiedene Pflanzenarten und so weiter. Und wie ist das Innere des Schlosses? Ganz toll. Alles ist so prächtig. Die Möbel und die vielen Gemälde an den Wänden. Alles ist nach den Plänen und Wünschen von König Ludwig II. Gestaltet worden. Die Wandmalereien sind stark von seinem christlichen Glauben, der deutschen Märchenwelt und der Geschichte beeinflusst. Er war auch großer Anhänger von Richard Wagner. Ja, der Sängersaal ist der größte und wichtigste Raum des ganzen Schlosses. Wie lange dauert die Führung? Ungefähr 35 Minuten. Man startet im ersten Obergeschoss mit den Dienerzimmern, dann geht man in den Thronsaal, ins Speisezimmer, ins Schlafzimmer, Arbeitszimmer und zum Schluss in den Sängersaal. Die Führung ist aber sicher zu kurz, um so vieles auf einmal anzusehen und zu verstehen. Eigentlich schon, aber ich hatte mir vorher ein Buch über das Schloss gekauft und habe alles ausführlich gelesen. Ich war also vorbereitet. Außerdem darf man im Schloss weder Fotos machen noch filmen. Ich war noch nie da. Kannst du dir das vorstellen? Ich muss unbedingt mal hinfahren. Jetzt muss ich aber los. Wir telefonieren mal. Tschüss. Ja, gerne. Tschüss. Ende von Hören Teil 3. Hören Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Die Moderatorin der Radiosendung Kontakte diskutiert mit den Journalisten Günther Ernst und Wolfgang Walter über das Thema Freundschaft.
Hören Sie jetzt die Diskussion. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie bei unserer Sendung Kontakte herzlich willkommen. Unser Thema ist heute die Freundschaft. Dazu haben wir Herrn Günther Ernst und Herrn Wolfgang Walter eingeladen. Sie arbeiten als Journalisten in der gleichen Zeitung und behaupten, enge Freunde zu sein. Herr Ernst, würden Sie Herrn Walter als Ihren Freund bezeichnen? Aber natürlich. Das sagen Sie so leicht. Überhaupt nicht. Wenn ich Herrn Walter als meinen Freund bezeichne, dann ist das das größte Kompliment, das ich zu vergeben habe. Echte Freundschaft fordert von mir ein Maximum an Leistungen. Zum Beispiel? Was Walter angeht, muss ich für ihn immer da sein, wenn er Sorgen hat und Hilfe braucht, und immer aufpassen, dass es ihm gut geht. Aus diesem Grund habe ich selbst nur sehr wenige Freunde, weil nur sehr wenige Menschen eine so absolute Vorstellung von Freundschaft haben. Außerdem ist es in meinem Alter fast unmöglich, neue Freunde zu gewinnen. Aber auch die alten Freundschaften zu erhalten, ist sehr schwer. Es ist nicht leicht, mein Freund zu werden. Herr Ernst hat recht. Ich erwarte sehr viel von einem Freund. Ich muss mich zu 100% auf ihn verlassen können. Ich muss ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen können, wenn ich Hilfe brauche. Und ich würde erwarten, in speziellen Situationen den Rat zu bekommen, den ich brauche. Im Gegensatz zu Herrn Walter scheinen Sie viel offener zu sein. Ich bin ein eher kommunikativer Typ, der keine Angst hat, Menschen kennenzulernen. Aber eine Freundschaft kann nicht daraus entstehen, dass man zu hohe Ansprüche stellt. Wir sind beide schwierig. Ich könnte allerdings auch keine Freundschaft mit einem Menschen haben, der nicht schwierig ist. Die Beziehung zwischen Freunden ist wie die Beziehung zwischen Ehepartnern. Außer der Familie ist der Freund derjenige, der mir am nächsten steht, und deshalb ist er auch im gewissen Sinne Partner. Wie oft leben Sie Ihre Freundschaft? Wie oft telefonieren Sie miteinander? Wie oft sehen Sie sich? Wenn wir nichts anderes zu tun haben, treffen wir uns oft. Im Moment sehen wir uns nur während unserer gemeinsamen Zeiten in der Redaktion oder bei gemeinsamen Terminen wie diesem. Im Augenblick ist es ein bisschen schwierig, mich überhaupt am Telefon zu erreichen. Ich habe ja zurzeit einiges im Ausland zu tun. Aber das muss ja nicht so bleiben. Glauben Sie, dass Ihre Freundschaft für alle Zeiten besteht? Würden Sie sich gegenseitig beispielsweise finanziell aus der Not helfen? Man sagt ja, dass beim Geld die Freundschaft aufhöre. Eine echte Freundschaft kann von nichts gestört werden. Ich glaube das eigentlich nicht, aber ich kann es wirklich nicht wissen. Wenn es finanzielle Probleme gäbe, würde ich erwarten, dass mein Freund mit mir darüber spricht. Wenn es eine Möglichkeit gäbe zu helfen, dann empfinde ich es als ganz normal, das auch zu tun. Im Übrigen würde ein Freund seinen Freund nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber wenn ich bei extremen Situationen eine Hilfe bräuchte, würde ich schon meinen Freund fragen. Gibt es Momente der Konkurrenz zwischen Familie und Freund? Das halte ich durchaus für möglich. Bei uns ist es aber nicht so. Meine Frau weiß, dass Freunde die Dinge auf eine andere Weise besprechen und hält Abstand von uns. Den Fall, dass ich etwa meiner Frau hätte sagen müssen, bleib mal bitte draußen, ich möchte mit meinem Freund etwas besprechen, den gab es noch nicht und wird es auch nicht geben. Ich finde es sehr wichtig, dass meine Frau alle meine Seiten kennt. Ich würde mich ungern anders verhalten, wenn mein Freund da ist. Kann man Freundschaft lernen? Ich glaube nicht. Man kann Dinge nicht lernen, die mit dem Gefühl zusammenhängen. Das Gefühl ist die Basis einer Freundschaft. Und Unterricht über Freundschaft kann nicht funktionieren. Das glaube ich mindestens. Wie ähnlich sind Sie sich? Wir sind zum Beispiel sehr konservativ. Ich schätze Werte, die ich von zu Hause mitbekommen habe, die heute allerdings ein wenig aus der Mode sind. Ich glaube nicht, dass ich konservativ bin. Aber trotzdem sind wir uns sehr ähnlich.
Ich habe sehr viel von meinem Elternhaus mitbekommen, was ich noch gut finde. Wir unterscheiden uns nur darin, dass ich sehr gerne lange diskutiere. Sie glauben nicht, wie lange Walter über ein Thema diskutieren kann. Das verstehe ich wirklich nicht, dass man einfach nicht aufhört zu reden. Sie arbeiten auch zusammen. Könnte eine berufliche, schwierige Situation für Ihre Freundschaft gefährlich werden? Ich sage nein. Aber ich würde meine Arbeit nicht verlieren, um die Freundschaft zu retten. Wir sind beide Profis. Wenn wir uns mal trennen würden, dann hat das mit unserem Leben als Freunde nichts zu tun. Selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung wären, würden wir eine gute Lösung finden. Ich glaube nicht, dass berufliche Probleme unsere Freundschaft in Gefahr setzen könnten. An erster Stelle steht für mich meine Familie. Ich könnte sicher auch ohne Freunde leben. Inwieweit geht es bei Ihnen ohne Freundschaft? Auch für mich ist die Familie das höchste Gut, aber ich kann mir das Leben ohne die Freundschaft von Herrn Walter nicht vorstellen. Diese Freundschaft gibt mir eine höhere Lebensqualität. Wenn ich keinen Freund hätte, dann wäre ich sicher nicht so, wie ich heute bin. Herr Ernst, Herr Walter, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie uns Ihre Meinung zum Thema Freundschaft gesagt haben. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sie hören jetzt die Diskussion noch einmal. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie bei unserer Sendung Kontakte herzlich willkommen. Unser Thema ist heute die Freundschaft. Dazu haben wir Herrn Günther Ernst und Herrn Wolfgang Walter eingeladen. Sie arbeiten als Journalisten in der gleichen Zeitung und behaupten, enge Freunde zu sein. Herr Ernst, würden Sie Herrn Walter als Ihren Freund bezeichnen? Aber natürlich. Das sagen Sie so leicht. Überhaupt nicht. Wenn ich Herrn Walter als meinen Freund bezeichne, dann ist das größte Kompliment, das ich zu vergeben habe. Echte Freundschaft fordert von mir ein Maximum an Leistungen. Zum Beispiel? Was Walter angeht, muss ich für ihn immer da sein, wenn er Sorgen hat und Hilfe braucht und immer aufpassen, dass es ihm gut geht. Aus diesem Grund habe ich selbst nur sehr wenige Freunde, weil nur sehr wenige Menschen eine so absolute Vorstellung von Freundschaft haben. Außerdem ist es in meinem Alter fast unmöglich, neue Freunde zu gewinnen. Aber auch die alten Freundschaften zu erhalten, ist sehr schwer. Es ist nicht leicht, mein Freund zu werden. Herr Ernst hat recht. Ich erwarte sehr viel von einem Freund. Ich muss mich zu 100% auf ihn verlassen können. Ich muss ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen können, wenn ich Hilfe brauche. Und ich würde erwarten, in speziellen Situationen den Rat zu bekommen, den ich brauche. Im Gegensatz zu Herrn Walter scheinen Sie viel offener zu sein. Ich bin ein eher kommunikativer Typ, der keine Angst hat, Menschen kennenzulernen. Aber eine Freundschaft kann nicht daraus entstehen, dass man zu hohe Ansprüche stellt. Wir sind beide schwierig. Ich könnte allerdings auch keine Freundschaft mit einem Menschen haben, der nicht schwierig ist. Die Beziehung zwischen Freunden ist wie die Beziehung zwischen Ehepartnern. Außer der Familie ist der Freund derjenige, der mir am nächsten steht und deshalb ist er auch im gewissen Sinne Partner. Wie oft leben Sie Ihre Freundschaft? Wie oft telefonieren Sie miteinander? Wie oft sehen Sie sich? Wenn wir nichts anderes zu tun haben, treffen wir uns oft. Im Moment sehen wir uns nur während unserer gemeinsamen Zeiten in der Redaktion oder bei gemeinsamen Terminen wie diesem. Im Augenblick ist es ein bisschen schwierig, mich überhaupt am Telefon zu erreichen. Ich habe ja zurzeit einiges im Ausland zu tun, aber das muss ja nicht so bleiben. Glauben Sie, dass Ihre Freundschaft für alle Zeiten besteht? Würden Sie sich gegenseitig beispielsweise finanziell aus der Not helfen? Man sagt ja, dass beim Geld die Freundschaft aufhöre. Eine echte Freundschaft kann von nichts gestört werden. Ich glaube das eigentlich nicht, aber ich kann es wirklich nicht wissen. Wenn es finanzielle Probleme gäbe, würde ich erwarten, dass mein Freund mit mir darüber spricht.
Wenn es eine Möglichkeit gäbe zu helfen, dann empfinde ich es als ganz normal, das auch zu tun. Im Übrigen würde ein Freund seinen Freund nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber wenn ich bei extremen Situationen eine Hilfe bräuchte, würde ich schon meinen Freund fragen. Gibt es Momente der Konkurrenz zwischen Familie und Freund? Das halte ich durchaus für möglich. Bei uns ist es aber nicht so. Meine Frau weiß, dass Freunde die Dinge auf eine andere Weise besprechen und hält Abstand von uns. Den Fall, dass ich etwa meiner Frau hätte sagen müssen, bleib mal bitte draußen, ich möchte mit meinem Freund etwas besprechen, den gab es noch nicht und wird es auch nicht geben. Ich finde es sehr wichtig, dass meine Frau alle meine Seiten kennt. Ich würde mich ungern anders verhalten, wenn mein Freund da ist. Kann man Freundschaft lernen? Ich glaube nicht. Man kann Dinge nicht lernen, die mit dem Gefühl zusammenhängen. Das Gefühl ist die Basis einer Freundschaft. Und Unterricht über Freundschaft kann nicht funktionieren. Das glaube ich mindestens. Wie ähnlich sind Sie sich? Wir sind zum Beispiel sehr konservativ. Ich schätze Werte, die ich von zu Hause mitbekommen habe, die heute allerdings ein wenig aus der Mode sind. Ich glaube nicht, dass ich konservativ bin, aber trotzdem sind wir uns sehr ähnlich. Ich habe sehr viel von meinem Elternhaus mitbekommen, was ich noch gut finde. Wir unterscheiden uns nur darin, dass ich sehr gerne lange diskutiere. Sie glauben nicht, wie lange Walter über ein Thema diskutieren kann. Das verstehe ich wirklich nicht, dass man einfach nicht aufhört zu reden. Sie arbeiten auch zusammen. Könnte eine berufliche, schwierige Situation für Ihre Freundschaft gefährlich werden? Ich sage nein. Aber ich würde meine Arbeit nicht verlieren, um die Freundschaft zu retten. Wir sind beide Profis. Wenn wir uns mal trennen würden, dann hat das mit unserem Leben als Freunde nichts zu tun. Selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung wären, würden wir eine gute Lösung finden. Ich glaube nicht, dass berufliche Probleme unsere Freundschaft in Gefahr setzen könnten. An erster Stelle steht für mich meine Familie. Ich könnte sicher auch ohne Freunde leben. Inwieweit geht es bei Ihnen ohne Freundschaft? Auch für mich ist die Familie das höchste Gut, aber ich kann mir das Leben ohne die Freundschaft von Herrn Walter nicht vorstellen. Diese Freundschaft gibt mir eine höhere Lebensqualität. Wenn ich keinen Freund hätte, dann wäre ich sicher nicht so, wie ich heute bin. Herr Ernst, Herr Walter, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie uns Ihre Meinung zum Thema Freundschaft gesagt haben. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ende von Hören Teil 4.